200 Leute auf der Piste am Renntag. Und wenn wir einen Crash haben, einen Sturz, und wir müssen das Rennen stoppen, muss das innerhalb einer Sekunde passieren. Wir sind vor Ort im Rennbüro, also wirklich am Ort, wo alle Informationen und alle Entscheidungen zusammenlaufen. Jeder muss sich verstehen, jeder muss wissen, was der andere von ihm braucht. Darum ist Kommunikation äußerst wichtig. Bei diesen Skirennen müssen wir relativ viel aufwendig programmieren im Vorfeld schon. Das machen wir aber in Zürich, wo wir alles eigentlich vorbereitet, die Geräte individuell programmieren. Wir haben viele Restriktionen, wer mit wem nicht darf schwätzen, vor allem. Das machen wir mit zwei Leuten in der Regel, die Vorbereitung. Und hier vor Ort sind wir zwei Techniker und zwei Operator, die das alles bedienen. Wir sind hier in Adelboden mit rund 200 Funkgeräten. Wir haben Intercom, wir haben unsere Funkzentrale, das Event-Cockpit im Einsatz. Speziell ist eigentlich, dass unsere Dienstleistung hier wirklich alle Gewerke von allen Ressorts eigentlich umfasst. Sei jetzt das die Entsorgung, sei das die Kasse, sei das die Sicherheit, Security, aber natürlich auch die Leute auf der Piste, Pistenarbeiter, die Rutscher, die Bohrer und nicht zuletzt auch die Jury und die Rettung, die mit unserem System kommunizieren. Das ist quasi unser Kerngeschäft, das wir hier machen. Aber unsere Kunden drumherum, also sind jetzt die Eventdienstleister, die Beschallung macht, Stadion-TV und sogar der Broadcaster, der unsere Riedeltechnik hier vollumfänglich einsetzt. Das sind sehr, sehr viele Lösungen und Technologien von Riedel hier vor Ort in Adelboden, die das Rennen so erst ermöglicht. Und um das alles zu laufen bringen, brauchen wir am Berg auch Relais, für die Funkkanäle und über die ganze Piste können, absetzen. Das Spezielle hier im Skirennen ist, dass das Event-Cockpit, unsere Funkzentrale, die Operator, auch aktiv am Renngeschehen mit teilnehmen. Sie haben dort eine sehr wichtige Aufgabe und sorgen dafür, dass die Leute auf der Piste sicher ihre Aufgabe wahrnehmen können. Das heisst nicht, dass aus Versehen nur ein Athlet auf der Piste ist und die Leute schon anfangen, aktiv zu werden. Funkqualität muss einfach super sein, weil es hängt in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit zusammen. Das ist eine Partnerschaft, die sich über mehrere Jahre erstreckt. Und Riedel ist ja bei verschiedenen internationalen Anlässen und Skirennen dabei, hat das Know-how, das es braucht. Und wir sind froh, dass wir mit Riedel zusammenarbeiten können.